Ja, weiter geht's mit meiner Interviewreihe und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast mit dabei, nämlich den Marcel Schlee. Den Marcel konnte ich letztes Jahr live auf der Bühne bei der Contra betrachten und habe ihn dort auch live kennenlernen können. Wir haben uns sehr gut unterhalten und ich war auch sehr beeindruckt von seinem Vortrag, was er alles macht. Und deswegen wollte ich es mir nicht nehmen lassen, ihn zu interviewen. Und ich bin auch sehr froh, dass ich ihn dafür gewinnen konnte. Und bevor ich zu viel laber, würde ich sagen, stellt der Marcel sich einfach mal selber ganz kurz vor. Verrat aber noch nicht zu viel, weil ich werde gleich noch ganz, ganz viele Fragen stellen, die ins Detail gehen. Okay. Ja, Laura, dann erstmal herzlichen Dank für deine Einladung. Haben wir ja recht kurzfristig geplant, aber dafür ist das Internet ja ein schönes Tool, dass man alles recht schnell, einfach und kurzfristig machen kann. Ja, ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin 36 Jahre alt, bin seit 15 Jahren jetzt selbstständig und eine kleine Familie. Ja, Hobbys sind Motorradfahren, also auf der Harley, und Reisen natürlich. Und da braucht man halt ein gut funktionierendes Internetbusiness, dass man sich das auch alles so erfüllen kann. Okay, also du betreibst natürlich auch ein Internetbusiness. Und womit genau verdienst du denn dein Geld im Internet? Also ich würde mal sagen, wir machen halt Unternehmer-Coachings. Also das heißt, wir zeigen halt Unternehmer auf, wie sie neue Kunden über Facebook gewinnen, wie man die konvertiert, wie man solche Sales-Funnels aufbaut, wie man ganz, ganz viele Leads gewinnt, wie man Webinare einsetzt. Also wir trainieren praktisch so klassische Verkaufsmethoden. Ne? Okay, cool. Hast du das, du hast jetzt gesagt, du machst es seit 15 Jahren. Was hast du denn davor gemacht? Was für einen Beruf hast du gelernt und wie bist du letztlich dann zum Internetmarketing gekommen? Also Internetmarketing mache ich seit 5 Jahren und bin aber seit 15 Jahren eben selbstständig. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich war bei der Bundeswehr, mir war langweilig und habe gedacht, irgendwas nebenbei zu machen ist ganz interessant und habe dann damals Fonds verkauft an die Soldaten, weil konnten ja den ganzen Tag, konnte ich die ja bequatschen. Das war dann sehr erfolgreich, habe dann auch recht schnell die Bundeswehr gekündigt damals, habe das 3 Jahre gemacht, bin dann zu einer großen Fondsgesellschaft gewechselt als Vertriebsleiter für den norddeutschen Raum, war ich halt Mitte 20 und konnte halt dort für die 1000 Vertriebspartner aufbauen und das lief halt alles über Seminare. Also ich habe sehr viele Seminare gegeben und das Thema Coaching hat mich immer sehr interessiert und als ich dann die Stelle gekündigt habe, praktisch, da ich also war freier Handelsvertreter, ist auch auf selbstständigen Basis, also eine halbe Selbstständigkeit, würde ich mal sagen. Und habe mich dann 1,5 Jahre orientiert, musste dazu nochmal pleite gehen, also zumindest finanziell auf Null gehen und dann fing das Internetbusiness an. Okay, und wie lange hast du dann gebraucht, um wirklich von den Einnahmen im Internet leben zu können, dass du gesagt hast, okay, das rentiert sich jetzt für mich und ich kann alle meine Rechnungen bezahlen? 1,5 Jahre hat es gedauert. 1,5 Jahre, ja. Okay. So cool. Würde ich das mal beziffern. Ja, weil die Frage wird mir ganz, ganz häufig gestellt, wie lange braucht man ungefähr, um Fuß fassen zu können? Und ich sage immer, es kann natürlich auch sehr, sehr schnell gehen, aber ich sage mal so, der Richtwert ist mal mindestens 1 Jahr, so dass man halt wirklich stabile Einnahmen hat. Ja, es hängt mit Sicherheit auch mit der Persönlichkeit zusammen. Also es gibt natürlich die Leute, die das alles kostenlos aufbauen wollen, also kein Geld investieren und sich ein Business aufbauen wollen, dann dauert es halt. Also bei mir ist mein Glaubenssatz, meine Business-Themen brauchen immer 2 Jahre, bevor sie funktionieren. Wenn man natürlich ein bisschen Kapital in der Hand hat und was investieren kann, dann glaube ich schon, dass man halt innerhalb von einem halben Jahr auf die Spur kommen kann. Aber da muss man halt einfach auch Geld in die Hand nehmen. Und da merke ich einfach, 80-90% der Menschen können und wollen das nicht, wollen sich halt eine Existenz so aufbauen. Dann müssen sie aber den Preis der Zeit eben dafür bezahlen. Ja, wobei die Investitionen im Vergleich zu einem Ladenlokal, was man eröffnet, ja im Internetmarketing sehr, sehr gering sind. Ja, hier muss man ja in der Regel erstmal keinen Kredit aufnehmen. Am Anfang kann man das ja wirklich eigentlich noch so stemmen. Ja, je weiter man dann auch reinkommt, je mehr man verdient, kann man natürlich auch immer mehr investieren. Aber ich sag mal, verglichen zu einem normalen Geschäft sind die Kosten, Investitionskosten sehr, sehr klein. Ja, ich glaube, was den meisten fehlt, ist so diese, ich nenne es immer flexible Beharrlichkeit.
Ja, ich meine, so wird es ja wahrscheinlich auch gehen. Du probierst hier Sachen aus, du probierst da Sachen aus, dann funktioniert vieles nicht. Da hat man eigentlich schon keinen Bock mehr, aber dann sagt man trotzdem wieder, man geht trotzdem wieder ran. Ich glaube, der Unterschied ist zu Menschen, die einen Traum haben und sagen, den hole ich mir jetzt, diesen Traum, nur dass ich halt bis und wenn ich dafür, keine Ahnung, so und so oft scheitern muss, den hole ich mir einfach. Und dann gibt es irgendwann, öffnet sich eine Tür, irgendwann gibt es dann den Weg, da geht man dann durch, auf einmal hat man es dann geschafft. Ja. Nachdem man dann, ich sag mal, durch das Tal der Tränen durch ist. Und viele im Internet, merke ich einfach, die haben so die Idee, oh, ich würde auch gerne mal was im Internet machen, probieren dann so ein paar Sachen aus, hat nicht funktioniert und sagen, naja, bleibe ich doch lieber in meinem sicheren Beruf. Ja, oder Online-Marketer. Ja, man sucht ja natürlich die Schuld immer bei anderen, das ist auch klar, man projiziert das ja auf andere. Ja. Aber was passiert dadurch, wenn ich die Schuld bei anderen suche, dann mache ich mich selber zum Opfer. Mhm. Und eine Opferhaltung hat, finde ich, im Business, wenn man Unternehmertum macht, nichts zu suchen. Das stimmt wohl. Sondern muss man halt in die Täterrolle, man muss ja selber agieren, man muss selber machen. Aber ich finde, das steht und fällt alles mit diesem Traum. Also ich glaube, bei dir war ja auch nicht der Traum, ich will jetzt Internetmarketerin werden. Nee, das auf keinen Fall. Der Traum war, dass ich halt flexibel bin, ja, mein eigener Chef bin und niemanden habe, der mir irgendwie diktiert, Laura, du musst dann im Büro sein. Ja, bei mir war es halt noch mit ein Grund, dass ich sehr unglücklich in meinem Job war und einfach gedacht habe, boah, das kann dein Leben lang nicht so weitergehen, dass du irgendwas machen musst, worauf du keine Lust hast. Und ja, so bin ich zum Online-Marketing gekommen und mittlerweile sage ich, das ist das geilste Business der Welt. Genau. Also bei mir war es halt auch ähnlich, als ich 2008 von der Investmentgesellschaft gegangen bin. Ich habe ja ein sechsstelliges Jahreseinkommen gekündigt, weil ich einfach auch keinen Bock mehr hatte. Und mein Wunsch aber, ich will Zeitfreiheit haben. Und trotzdem dabei viel Geld verdienen. Dass das nachher das Internet geworden ist, das wusste ich am Anfang auch nicht. Ich hatte aber diesen Wunsch, diese Zeitfreiheit. Und naja, wie oft ist, wenn man halt seinem Unterbewusstsein sagt, da will ich hin und mit aller Macht will ich dahin, irgendwann geht halt dann die Tür auf. Und bei mir war das auch ganz komisch. Ich habe so ein bisschen mit Xing angefangen, hatte ich da einfach, weil ich hatte, mir war einfach langweilig, ich hatte viel Zeit, also habe ich mal jeden da ankontaktet. Und ich bin halt so eine Vertriebssau dann auch. Mir macht es einfach Spaß, viele Menschen zu kontaktieren und hatte dann irgendwie nach 6 Monaten, ich glaube, 10.000 Kontakte auf Xing. Und meine Frau fragt mich immer, ja, was willst du denn mit denen? Da habe ich mir gesagt, ja, keine Ahnung, aber irgendwann werde ich sie brauchen. Und als ich dann wirklich keine Kohle mehr hatte, habe ich wirklich gesagt, ja, irgendwas musst du denen jetzt verkaufen. Dann habe ich halt ein Video gemacht, so eine Stunde, wie macht man 10.000 Xing-Kontakte? Mhm. Klar, vorher habe ich 8, 9 andere Sachen ausprobiert, die alle nicht funktioniert haben. Und da habe ich vorher noch gedacht, ich glaube zwar nicht, dass es irgendjemanden interessiert, wie man das macht, aber komm, ich pack's mal einfach hin und informiere die Leute mal, dass es das gibt. Und das war's dann nachher. Das haben dann alle gekauft. Cool. Und da wusste ich vorher auch nicht, dass das so kommt. Und klar, jetzt der Wunsch Zeitfreiheit ist da und auf einmal kommt die Zeit, es kommt das Geld und dann gehen halt solche vielen Bilder hoch. Was machst du jetzt mit der Zeit? Und dann haben wir halt vor 5 Jahren angefangen zu reisen. Gibt es auf Facebook immer so den Bereich Orte, kann man wählen, da sieht man so eine Weltkarte. Und da sehe ich, ja, wir haben eigentlich die letzten 3 Jahre, ich weiß nicht, wie viele Länder besucht, 30 verschiedene Länder, monatelange Urlaube. Und ja, da habe ich gesagt, okay, das war es wert, die 2 Jahre Durststrecke zu haben. Ja. Ich finde vor allen Dingen cool, dass du eigentlich so von alleine da reingestolpert bist. Ja? Ich hatte ja jetzt durch Ralf schon jemanden in der Familie, der mich quasi da herangeführt hat, aber so dieses von alleine irgendwie da drauf kommen und dann so eine kleine Idee auf einmal zu so viel Geld zu machen, finde ich echt krass. Also ich weiß nicht, ob ich auf so eine Idee gekommen wäre, ohne Ralf jetzt im Hintergrund. Ja. Deswegen, ich glaube, es kommt auch nicht mit der Idee, sondern es kommt halt mit dem Wunsch, den wir haben vom Leben. Mhm. Und wenn du deinem Unterbewusstsein sagst, so und so soll es aussehen, dann wird es auch den Rahmen dafür finden. Ja. So. Also ich war vorher, ich meine, damals, als ich noch gar keine Ahnung von dem Business hatte, Selbstständigkeit und so weiter,
hat Ralf mir natürlich auch immer gesagt, ja, du musst deine Gedanken steuern und du musst daran glauben und so weiter. Ich war da immer sehr skeptisch. Mittlerweile bin ich mir aber auch ziemlich sicher, dass es nur so geht, dass man halt wirklich diesen Wunsch haben muss, auch seine Einstellung zum Teil ändern muss. Ja. Mir hat das anfangs manchmal auch nicht gefallen, jetzt für ein Tool $400 oder so auszugeben, wo ich dachte, boah, so viel Geld jetzt auf einmal. Und im Endeffekt hat es sich dann doch gelohnt. Ja. Man muss halt immer gucken, bringt es mich weiter auf meinem Weg oder eben nicht. Ne? Und dann sollte man halt auch vielleicht mal ein finanzielles Risiko eingehen. Womit ich jetzt nicht meine, dass man sich hochgradig verschulden sollte. Nee, nee, aber man muss halt investieren, das sehe ich auch so. Wenn man nicht, und das sind aber auch immer, warum die meisten es nicht hinkriegen zu investieren, sind ja auch wieder irgendwelche Ängste, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und das muss man halt einfach trainieren, dass man das loslässt. Ja. Ja, dass man einfach auch Urvertrauen hat ins Leben. Ich merke das ja auch, immer wenn ich eine größere Investition habe, denke ich immer so, und dann merke ich irgendwie, in den nächsten Wochen kommt wieder irgendwo größere Aktion, eine größere Zahlung her, wo ich merke, ah ja, genau, dafür habe ich es ja gebraucht. Und das muss man, glaube ich, ist einfach eine Trainingssache, dass man immer wieder sagt, ja, alles ist gut, mir wird nichts mangeln, das Leben kümmert sich schon um mich. Ja. Aber man kriegt halt auch nicht alles geschenkt. Also man muss halt für alles einen Preis bezahlen. Und gerade für viele Neuanfänger im Online-Marketing, der Preis ist nun mal diese Geduld, diese Beharrlichkeit mitzubringen, weil ein Business ist ein Marathonlauf und kein Sprint. Richtig, ja. Und irgendwie geht es immer weiter, hat meine Mutter immer so schön gesagt. Was war denn auf deinem Weg zum Erfolg der größte Stolperstein? Du hast ja eben auch gesagt, es war die Pleite. Hat es eine Pleite? Ja. Und was würdest du vielleicht rückwirkend anders machen, wo du heute sagst, oh, das war total Banane, dass ich das gemacht habe? Gar nichts. Nix. Nee, nee, ich finde, das sind alles, ich meine auch die negativen Dinge, die gehören ja im Leben dazu. Und wenn du viele Menschen fragst, wann haben sie am meisten gelernt in ihrem Leben, dann war es immer dann, wenn eine Negativserie da war. Da lernen wir Menschen einfach am meisten in dieser Zeit. Okay. Und deswegen finde ich, gehört das zum Leben dazu, weil würde es keine schlechten Phasen geben, dann würden wir ja gar nicht die guten Phasen kennen. Mhm. Also deswegen ist es halt eine duale Welt. Und was ist auf der einen Seite positiv, gibt es auf der anderen Seite negativ. Und deswegen würde ich nichts ändern, weil das alles ein Lernprozess war. Ja. Also nur dadurch, also nochmal zur Pleite, ich war zwar finanziell blank, aber keine Insolvenz oder so, aber ich war halt blank. Und erst als ich blank war, habe ich so aus letzter Verzweiflung habe ich wirklich den Mut gefasst, das Projekt umzusetzen, was ich umsetzen wollte. Mhm. Und das hätte ich vorher, wenn ich wahrscheinlich in der Bequemlichkeit gewesen wäre, noch finanziell gut ausgestattet zu sein, hätte ich das Projekt wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ja. Und das war aber das Projekt, was mich in diese Richtung geführt hat, mit diesen ganzen tollen Erfahrungen und neue Leute, die du erkennst in der Branche. Es sind ja, also ich finde es gerade in der Internet-Marketing-Branche sind ja alle sehr interessante Persönlichkeiten. Und da kann man halt einfach eine Menge von lernen. Also es ist halt einfach eine neue Welt, die sich da auftut. Und ich denke, es gibt auch keinen, der irgendwie keine Fehler in der Vergangenheit gemacht hat oder irgendwas verkehrt gemacht hat. Ja, da sind eigentlich. Bei Ralf war es genauso. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe nicht direkt mit E-Mail-Marketing angefangen, obwohl Ralf gesagt hat, hey, du musst das machen. Als ich es dann gemacht habe, war es okay, dann kamen die Einnahmen auch. Rückblickend sage ich halt, ich hätte direkt mit dem E-Mail-Marketing mich beschäftigen sollen. Ja, aber du musst ja auch so sehen, du musst aber ja auch wissen, dass das andere nicht funktioniert. Ja. Und damit du weißt, dass das andere nicht funktioniert, musst du das andere ja auch erstmal machen. Ja. Also das hat es mir auf jeden Fall gezeigt, ne? Dass es halt ohne bei mir nicht ging. Und ja, ich habe dadurch jetzt nicht allzu viel verloren, eigentlich nur noch mehr Erfahrung gesammelt. Ja. Ich glaube, das ist das Gleiche wie mit dem kleinen Kind und der Herdplatte. Ja, du kannst dem Kind immer wieder sagen, fass da nicht an, es ist heiß, nicht anfassen, es ist heiß. Bloß nicht anfassen, es ist heiß. Und nächsten Tag fässt es trotzdem an, ja. Weil es nun mal die Erfahrung braucht, das Kind. Das stimmt. Und was denkst du, ja, viele Online-Marketing-Anfänger kommen halt wirklich nicht zu Potte. Und denkst du, es liegt nur an den Investitionen oder gibt es da noch andere Punkte, wo du denkst, die werden vielleicht oft falsch gemacht? Ich glaube, das ist immer eine persönliche Sache. Immer, es geht immer darum, wie ist meine Persönlichkeit, wie ist meine persönliche Einstellung zu dem Ganzen. Weil, ich meine,
du hattest und ich hatte auch keine Ahnung vom Internetmarketing, als ich angefangen habe. Null. Ja, und man wurschtelt sich da halt rein und weil dieser Winde einfach da ist, sagen, ich will das jetzt hinkriegen. Dann lernt man das einfach als Mensch. Und ich glaube, das ist wirklich dieses Problem, wenn die Menschen das nicht hinbekommen, es liegt zwischen deren eigenen Ohren. Ja, und ich finde halt einfach wichtig, für mich ist einfach Coaching ein lebenslanger Prozess. Ich hole mir immer einen Coach an der Seite, wenn ich irgendwo im Leben nicht weiterkomme, um zu reflektieren, weil ja, es hängt halt alles von mir ab. Ob ich meine Ziele und Träume erreiche oder eben nicht, das kann ich niemand anders die Schuld für geben, es hängt an mir. Und für diese Ziele, Träume und Wünsche gibt es 1 Million Wege im Leben, wahrscheinlich noch mehr. Aber ich werde die nur hinkriegen, wenn ich auch persönlich an mir arbeite und mich weiterentwickle. Okay, interessant. Die Antwort habe ich bisher noch gar nicht so gehört. Ja, das ist doch Quatsch zu sagen. Ich sehe das ja. Ich habe Kunden, die machen das Gleiche wie ich. Die machen, also ich habe zum Beispiel ein gutes Webinar, was dann gut verkauft. Dann habe ich Kunden, die kopieren dieses Webinar 1:1 und verkaufen nur die Hälfte. Mhm. Weil es einfach nicht an der Technik liegt und nicht an der 3-Schritt-5-Methode, sondern eben an der persönlichen Einstellung der Leute. Ja, sehr richtig, auf jeden Fall. Und für viele Newbies ist ja gerade der Traffic ein Riesenproblem. Hast du da eine Nummer-1-Traffic-Quelle, auf die du schwörst? Ja, die sinnvollste Traffic-Quelle, die ich momentan kenne, ist halt Facebook. Die machen so geile Sachen mit ihren Werbeanzeigen und man kann heute inzwischen alle Leads in jedem Bereich über Facebook eben gewinnen. Und, okay, also bist du auf jeden Fall absolut für Facebook-Ads und würdest sagen, dass auch Anfänger darauf setzen sollten? Ja, man muss halt hinkriegen, dass man diese Leadkosten eben schnell wieder refinanziert. Ne? Dass man halt, deswegen ist halt so ein E-Mail-Funnel so wichtig, wenn die Leute sich eingetragen haben, dass ich automatisiert immer wieder zeitversetzt E-Mails schicke zu Produktangeboten, zu Affiliate-Partnern und so weiter. Klar, wenn man die kostenlose Variante will, macht man halt einen Blog und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Und dann nach 4 bis 6 Monaten schickt ein Google halt Gratis-Besucher und immer mehr. Das ist auch in Ordnung, aber ich bin wirklich da sehr einfach gestrichen. Ich habe keine Lust, im Prinzip zu arbeiten und deswegen ist eine Anzeige wirklich die einfachste Version. Okay, und wie stehst du zum Thema Outsourcing? Sourcest du selber auch aus oder machst du alles selber? Nee, also ich lerne das gerade. Ich will immer mehr outsourcen. Ich habe jetzt 2 Bücher schreiben lassen über content.de. Logos habe ich jetzt entwickeln lassen über freelancer.de und fasse ich schon immer mehr an. Und bei dem nächsten Projekt, was wir machen, da soll auch eine richtig schöne Infrastruktur stehen von einem Verkaufstexter, von einem, der den Content erstellt, etc. Also man sagt ja auch, als richtiger Unternehmer arbeitest du nicht mehr in deinem Unternehmen, sondern an deinem Unternehmen. Und in diesen Prozess gehe ich gerade rein, ja. Okay, also hast du vorher schon eher alles alleine gemacht? Ja, ich hatte keine Lust auf Personal und habe mir dann einfach auch die Freiheit genommen, weil durch die ganzen Reisen, ich hatte mal ein kleines Team, aber als ich dann gesagt habe, ich bin 3 Monate mal weg, hat das dann auch nicht mehr funktioniert. Und da habe ich immer wieder gesagt, ich möchte meine persönliche Freiheit bewahren, aber jetzt merke ich, dass ich mal Lust habe auf ein bisschen mehr Struktur. Okay, cool. Und was sind deine 3 allerliebsten Tools, die du niemals mehr missen möchtest in deinem Online-Marketing-Leben? Leadpages, Clicktip und Webinaris. Gut, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Die habe ich auch alle 3. Ah ja, und es gibt eigentlich noch Digistore natürlich auch. Ja, da gebe ich dir recht. Also eigentlich müsstest du fragen, was sind deine wichtigsten Tools, damit dein Business funktioniert? Mhm. Ja. Doch, kann ich nur unterstreichen. Ja. Ja, und was hältst du von Social Media? Du hast ja eben gesagt, deine Nummer 1 Leadquelle ist eigentlich Facebook. Deswegen denke ich mal, bist du schon pro Facebook eingestellt. Denkst du denn auch, dass ein Online-Business komplett ohne Social Media funktioniert? Oder denkst du, es ist ein notwendiges Übel oder sehr, sehr hilfreich? Naja, man kann das ja auf verschiedene Weise jetzt sehen. Ich meine,
wir haben halt eigentlich Social Media, als ich angefangen habe, haben wir eigentlich missbraucht. Weil wir haben kein Social Media betrieben, sondern wir haben eher geschrieben an Kontakten, die sollen sich eintragen und dann haben wir halt unsere Werbebotschaften vermittelt. Social Media heißt ja eigentlich guten Content reinbringen, die Leute unterhalten sich darüber, die teilen deinen Content. Man muss halt immer schauen, wir sind jetzt hier zwei Leute und dann hast du die Kapazitäten einfach nicht dafür, da jeden Tag rumzuposten. Also brauchst du effiziente Wege. Und ich persönlich sehe Social Media wirklich nur als Lead-Quelle. Also das heißt, als Business jetzt, ne? Dass ich sage, okay, ich nutze Facebook als Lead-Quelle, aber mit Werbeanzeigen. Aber da bringe ich es ja auch auf eine Seite, das ist wie, als würde ich Google AdWords schalten. Ja. Die kommen auf meine Landingpage, tragen sich ein und dann mache ich mein Marketing. Also ich halte nicht so viel davon, jetzt viele Fans aufzubauen oder immer Content reinzugeben, weil das einfach unglaublich viel Arbeit ist. Und da gehe ich einfach den effizienten Weg. Und privat, klar, habe ich auch meine Freundeslisten, da wird halt auch postet etc., das mache ich auch immer mit. Aber aus Marketing-Sicht, ja, bin ich wirklich der Favorit, mit Direktmarketing da reinzugehen. Okay. Und was ist für dich persönlich der größte Vorteil am Online-Business? Ich vermute mal, in deinem Fall wird es die Flexibilität sein, zu reisen, ne? Einerseits das, aber auch die schiere, unendliche Größe von Menschen, die in diesem Medium sind. Okay. Also, ich mache ja seit 4 Jahren Webinare, habe jetzt in 4 Jahren, sagen wir so, 140.000 Webinar-Teilnehmer gehabt. Aber im englischsprachigen Raum, ja, das hört sich natürlich viel an, aber im englischsprachigen Raum machen die mit einem Webinar, haben die schon 100.000 Leute da drin. Und das ist so, was mich so kitzelt, wo ich sage, ja, einfach größer, 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 weil das, ich meine, über Facebook kann man 1,4 Milliarden Menschen erreichen und das ist einfach unglaublich mit der richtigen Idee, ist das einfach ein unglaubliches Potenzial. Das stimmt. So, und da wird es mir gar nicht in den Sinn kommen, nach ein paar Monaten zu sagen, Online-Marketing funktioniert, ich mache jetzt wieder meinen alten Beruf. Da würde ich sagen, hey, da sind diese Millionen von Menschen, ich kämpfe so lange, bis ich das hingekriegt habe. Cool. Das funktioniert irgendwann, da kann man die Uhr nachstellen. Ja, das stimmt. Manchmal sind es ja die dümmsten Sachen, wo man zuerst denkt, das funktioniert niemals und die schlagen dann ein wie eine Bombe, ne? Genau, genau, ja. Und, da gibt es doch dieses Bild, wo jemand von diesen beiden Leuten, die einen Tunnel graben und der eine hört nach der Hälfte wieder auf und der andere ist halt ganz, oder hört kurz vom Schatz hört er auf und der andere macht einfach weiter. Richtig, kenne ich. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Gibt es denn auch Nachteile für dich im Online-Business? Ja, ich bin halt, ich glaube, ich bin süchtig nach Informationen. Ich weiß nicht, ich freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn eine E-Mail reinkommt, weil es könnte ein Kauf sein. Und also diese extreme Informationsbeschallung, also da merke ich, das habe ich noch nicht in den Griff gekriegt, dass man einfach auch abschalten, diese Grenze ziehen kann. Das ist halt noch eine persönliche Herausforderung bei mir. Also diese permanente Verfügbarkeit, das ist manchmal ein bisschen stressig. Ja, und ansonsten war es für mich persönlich eine sehr große Herausforderung, man glaubt es kaum, aber Zeit zu managen. Also wenn du auf einmal so viel Zeit hast, was machst du damit, wenn dein Business zu 90% automatisiert läuft? Ja. Und da bin ich eben zeitweise auch öfters mal in ein Loch gefallen und gesagt, ja, okay, was machst du denn jetzt? Also so Langeweile. Und da muss ich einfach lernen. Also deswegen, es gibt im Leben, es gibt nicht dieses Paradies, sondern immer, wenn du eine Situation hast, dann gibt es da auch ein paar Punkte, wo du merkst, na, das ist jetzt also der Preis dafür. Ja. Ja, das mit dem Zeitmanagement war bei mir am Anfang auch so. Ich hatte zwar 1000 Sachen natürlich, die ich lernen musste, die ich machen musste, aber zum Teil bin ich auch wirklich aufgestanden und dachte, ja, was machst du denn jetzt? Was ist jetzt am sinnvollsten? Und zum Teil hat man dann blöd rumgesurft, um sich irgendwo Ideen zu holen oder irgendwas, der ganze Tag, warum man hat nichts Produktives gemacht. Ich denke, das ist ein Punkt, der sehr, sehr schwierig ist, wenn man halt vorher wirklich in so einem Bürojob gesessen hat. Man hat seinen Zeitplan gehabt, musste die Aufgaben abarbeiten. Wenn man dann so auf sich alleine gestellt ist, ist das dann schon schwieriger zu sagen. Ja, die meisten Freunde und Bekannte haben halt 9 to 5
ja, die sind halt nicht verfügbar. Wenn du sagst, wollen wir mal einen Kaffee trinken, dann bist du wahnsinnig, muss arbeiten. Und das macht ein bisschen einsam, aber ich mag das persönlich halt. Ich auch. Also ich bin froh, dass ich diesen Büroalltag nicht mehr habe, nicht jeden morgens erzählen muss, wo ich mir den neuen Pulli hergekauft habe und was ich um 4 Uhr mache, wenn ich dann mal früher aus dem Büro gegangen bin. Ne? Ja. Also, ja, deswegen sage ich, also jeder Mensch hat ja ein anderes Wertesystem. Ich habe jetzt letztens eingetroffen, der macht seit 3 Monaten Praktikum, ist irgendwie 38. Da sage ich mal, willst du kein Geld verdienen? Und das interessiert ihn überhaupt nicht mit dem Geld verdienen, sondern der will einfach nur mit Menschen zusammen sein. Also der hat halt steuerndes Motiv, ist Soziales. Und den brauchst du halt nicht mitkommen mit, ja, mach doch Online-Marketing, ja, machst du fette Kohle und ba, ba, ba. Der sagt, nee, interessiert mich nicht. Also deswegen, jeder Mensch hat halt ein anderes Wertesystem und das muss man halt einfach dann auch akzeptieren. Das stimmt, ja. Aber du hast recht, es macht schon ein bisschen einsam, ja. Aber deswegen ist es ja auch gut, dass es immer wieder Events gibt, wo man sich auch mal austauschen kann, wie jetzt die Contra, wo wir uns kennengelernt haben. Da sollte man dann auch wirklich hingehen, weil da hat man dann auch mal Gleichgesinnte, weil bei mir im Freundeskreis ist es so, ich glaube, ich habe schon 1 Million Mal erklärt, was ich mache. Die hören dann so mit einem halben Ohr zu, ach ja, verstehe ich eh nicht. Hm. Ich denke, dafür sind halt die ganzen Events auch mal ganz cool, dass man halt auch wirklich mal sich darüber unterhalten kann, ohne bei Adam und Eva anfangen zu müssen. Also das ist halt, das klar, du hast halt eine gewisse Mal öfters Einsamkeit, aber auf der anderen Seite triffst du halt unglaublich viele spannende Menschen. Ja. Also ich merke, ich konzentriere mich jetzt so ein bisschen nach Hamburg, wo auch viele Unternehmer sind, die auch mal ein bisschen Zeit haben. Und da kommen so interessante Menschen auf einen zu, weil auf einmal irgendwie, es gibt ja andere, denen es auch so geht. Und das ist halt einfach ein ganz anderes Niveau und da kommen ganz andere Gespräche zustande. Also deswegen ist das auch unglaublich bereichernd, einfach auch in neue Kreise zu kommen, ne? Um neue Menschen kennenzulernen. Was ja auch nicht heißt, dass man die Alten sein lassen soll. Ja, da kommt ja eigentlich nur noch mehr dazu dann. Ja, das kann ja jeder selber entscheiden. Ja, genau. Ja, ich war eigentlich schon, bin mit meinen Fragen durch. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt in der Zukunft geplant hast, wo wir mehr über dich erfahren können? Gibt es Produkte, die du geplant hast? Oder konzentrierst du dich jetzt ausschließlich nur auf die Webinare? Also, ja gut, unser Hauptprodukt ist ja die Mastermind. Ich glaube, dafür hast du auch mal was rausgeschickt. Genau. Wo wir halt immer alle 2 Wochen neue Online-Trainings haben zu neuen Themen, haben auch immer mal einen Experten einmal im Monat dabei, sind ungefähr 600 Teilnehmer da drin, wo wir uns halt einfach immer austauschen. Das ist im Bereich Online-Marketing, was wir halt gerade umsetzen und seit einem Dreivierteljahr sehr erfolgreich läuft. Und als neues Projekt, was ich gerade mache, ist halt das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Glück und Erfolg heißt das, einfach weil ich habe so viel Geld jetzt für Coachings in den Jahren ausgegeben und mich interessiert dieses Thema einfach. Mhm. Und da bauen wir jetzt halt eine richtige Struktur auf, also mit alles, was dazu zählt. Also wie man richtig ein Unternehmen aufbaut, mit Investor und alles. Ja, hatte ich jetzt einfach mal Lust zu und das wird jetzt auch einen sehr starken Fokus einnehmen. Ja. Sehr spannend an, auf jeden Fall. Ja. Zum Schluss noch, ich habe eine kleine Rubrik in meinen Interviews, das nennt sich Lauras Poesiealbum. Mhm. Auch ein paar persönlichere Fragen stelle. Hättest du Bock, da mitzumachen? Was macht man da drin? Im Endeffekt sage ich dir, wie in einem Poesiealbum zum Beispiel, der erste Punkt ist, was ist dein Lieblingsbuch? Und du antwortest mir in einem Satz oder einem Wort darauf. Also das machen wir jetzt? Genau. Ja, dann schieß los. Okay, was ist dein Lieblingsbuch? 4-Stunden-Woche. Okay, und dein Lieblingsfilm? Den letzten, den ich ziemlich cool fand, war Interstellar. Mhm, okay. Ja. Was ist dein Lieblingsgericht? Zu essen? Ja. Das von meiner Oma aus meiner, ach, von meiner Oma, von meiner Mutter aus der Kindheit, Spaghetti mit Klößchen. Okay. Und wer ist dein allergrößtes Vorbild? Da, ich habe keine Vorbilder in dem Sinne. Also ich habe nur für gewisse Charaktereigenschaften. Also ich habe natürlich jemanden, den ich unternehmerisch dann als Vorbild sehe, wovon ich was lernen kann. Ich habe dann Leute, die ich privat, von denen ich was lernen kann. Also was sind für mich eigentlich immer nur so Charaktereigenschaften von Menschen,
die ich mir in dem Moment rausziehe. Weil machen wir uns nichts vor, auch jeder erfolgreiche Mensch hat seine dunklen Schatten in der Persönlichkeit und wo man sich dann vielleicht nicht identifiziert. Aber so unternehmerisch, nee, habe ich aktuell keinen. Ich gehe da meinen eigenen Weg. Gut. Also wovon ich viel gelernt habe, sagen wir es mal so, ist der Hans-Peter Zimmermann. Von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also auch die ganzen, im Coaching-Bereich war das sehr wertvoll, ja. Okay, und was ist dein Lieblingsspruch oder Zitat? Wer etwas weiß, der kann noch nichts, doch auch Können bewirkt noch nichts. Erst das Tun verändert die Welt. Oha, gut. Das muss ich mir, glaube ich, noch viermal anhören, Emilio, danach, bis ich mir den merken kann. Und welches Fach mochtest du in der Schule überhaupt nicht? Keine Ahnung, Physik, glaube ich, oder sowas. Chemie, Physik, ja. Nehmen wir mal das. Und ja, die Frage hattest du mir eigentlich eben schon im Gespräch beantwortet, was ich werden möchte, wenn ich größer bin. Ich sehe das so, wir Menschen sind auf diesem Planeten, um möglichst viele Erfahrungen zu sammeln. Und da habe ich das Gefühl, ich bin auf meinem Lebensweg und ja, sammle alles an Erfahrungen auf, was geht. Super. Weil für mich, ich habe so ein Bild im Kopf, ich möchte halt, wenn ich irgendwann mal im Sterbebett liege, dann möchte ich sagen, es hat sich alles gelohnt und im Englischen sagen Leute ja, what a ride. Ja, das ist für mich so mein Symbol, wo ich dann sage, ja, es hat sich gelohnt. Ja. Wenn ich dann sagen kann, alles super, ja, jetzt kann ich auch in Ruhe abtreten. Cool, vielen Dank Marcel, wir sind auch schon durch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. War wirklich sehr interessant und ich denke, wir können alle davon lernen. Und ja, vielleicht sieht man sich demnächst nochmal in einem Interview. Bist du eigentlich auf der Contra auch? Ja, als Speaker dies Jahr wieder, ja. Ja, cool, dann sehen wir uns, ja. Okay, ja, freut mich drauf. Und bis bald. Laura, herzlichen Dank für die Einladung. Alles Gute an deine Zuschauer und ja, dann vielleicht bis bald. Dankeschön, ciao.